Hallöchen, ich bin's Mio und endlich seht ihr, hoffentlich, eine neue Folge Beyond Good and Evil. So, es gab ein kleines Problem, deswegen gab es jetzt erstmal keine neuen Folgen mehr. Eigentlich habe ich Beyond auf dem Rechner von Ustra aufgenommen, doch dort konnte ich das Spiel nicht mehr starten, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall habe ich es jetzt auf meinem Rechner wieder gemacht, da die Speicherdateien aber nicht übertragbar waren, musste ich das komplett nochmal neu spielen. Aber jetzt befinden wir uns wieder hier unten, die Kampfroboter, da waren wir zuletzt, da wir ja eine Sicherung für den Aufzug brauchten. Die habe ich jetzt aber wieder besiegt gehabt, um die Sicherung rauszunehmen. Ich kann euch das ja, wenn ich euch das jetzt zeige, wo die waren, nee, eigentlich nicht, dürften die gar nicht rauskommen. Los geht's. Ja, drück mal den Hebel, Page, mach du das mal für mich, damit ich das mal kurz zeigen kann im Elektrikraum. So, hier ist jetzt alles aus, weil wir die Sicherungen rausgenommen haben, die für den Aufzug gedacht sind. So, hier steht alles offen. So, da seht ihr die Lücke. Ach nee, jetzt müssen wir die wieder machen. Machen wir nicht. Ganz sicher nicht. Hier ist so eine Sicherung, so ein Sicherungsschalter. Da haben wir die Sicherung rausgenommen. Und hier haben wir die Sicherung rausgenommen. So, ganz einfach. Okay. So, einfach wieder hier raus. Komm, Page. Wir halten uns gar nicht erst mit diesen Typen auf. Oder kommst du jetzt nicht mit, Page? 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 Die kommen hier doch gar nicht raus. Na gut, dann müssen wir sie jetzt doch nochmal besiegen. Tut mir leid, Page. Aber du wolltest unbedingt die jetzt nochmal machen. Ich wollte sie nochmal machen, besser gesagt. Mal kurz was essen hier. Huch, was machen die denn hier? So, auf sie! Nochmal super Aktion, bitte. Nochmal super Aktion, bitte. Oh, ich liebe es, wenn sie auseinanderfliegen. Alle schön zerschmettern hier. Aua. Yeah. So. Dich auch nochmal gleich hier. Tut mir leid, Page. Tut mir leid, tut mir leid. Aus dem Weg, Page. Nochmal bitte, Page. Das ist mega nervig, die hier zu erledigen, weil sie einfach immer und immer wieder kommen. Mhm. So, deswegen gehen wir gleich, wenn wir das hier zum letzten Mal gemacht haben, hoffe ich. Gehen wir gleich hier hoch zum Aufzug und dann, ich hoffe, der explodiert jetzt von alleine. Scheint so, ja. Gut, das war's auch. Komm, Page, wir müssen hoch. Wenn wir den Aufzug repariert haben, gehen wir hier ganz sicher nicht nochmal hoffentlich runter. Ich bin ganz froh, dass wir nicht warten müssen, hier wieder auf diese Elektro- Shitterbones, was auch immer das war. So. Auf zum Aufzug und reparier es, Page. Nicht hier? Was hier? Kein Problem. Ja, gut. Auf jeden Fall müssen wir hier hoch. Ja, ich weiß. Ach, die Sicherung soll ich selber reinlegen, oder wie? Ah, okay. Reicht eine? Ich hab's, Page. Ich konnte die Sicherung wieder einbauen. Anscheinend. Klasse. Jetzt braucht er nur noch eine kleine Elektroschocktherapie, um aufzuwachen. Kein Saft drauf, Jade. Jetzt sag mir nicht, hier fehlt immer noch was. Reden. Wir sollten den Aufzug benutzen können. Zuerst müssen wir ihn ans Laufen bringen. Guck mal, das Aufzugskabel wurde zerschnitten. Schon gesehen, wenn wir es lösen und uns den Saft von woanders herholen könnten? Sicherung implantiert, Doktor. Eine Operation in drei Phasen. Motor ausbalancieren, Sicherung einbauen, Schocktherapie, um ihn aufzuwecken. Und das war's. Ja gut, aber warum willst du dann diese Schocktherapie nicht machen? Ich meine, was soll ich denn noch tun? Kein Saft.
Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt haben wir wieder keinen Saft. Jetzt sag mir nicht, ich muss eine Sicherung da reintun. Nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich muss doch nicht wieder da runter und eine Sicherung reinlegen, oder? Das wär dämlich. Ich will das nicht tun. Los geht's. Kein Saft drauf. Nee, natürlich kein Saft drauf. Ich will das nicht. Ich will nicht schon wieder diese Roboter nehmen. Ah, man kann es nicht verhindern. Nein. Ach komm, man muss doch irgendwas tun können. Ich kann nur kämpfen. Ich kann ihn nicht. Ja gut, dann... Wenn ich die Roboter gleich wieder geschafft habe... würde ich sagen, mache ich kurz eine Pause. Besser gesagt, ich mache hier einfach eine Pause. Und dann... sehen wir uns gleich wieder. So, okay... Ich glaube, jetzt habe ich's. Ich habe hier gesehen, hier ist ein Kabel. Ich weiß noch nicht, ob ich das anschießen kann. Ja, die kann ich anschießen, okay. Ich habe eine Energiequelle. Ja, doch. Gefunden. Ah. Okay. Okay. Ich weiß ja nicht, was der TÜV dazu sagen würde. So. Aber gleich wissen jetzt wir, ob es klappt. Kein Saft drauf. Machen wir mal eh. Das sieht aber nicht aus nach kein Saft. Da bewegt sich doch jetzt was. Er scheint's wieder zu tun, Jake. Aber ganz schönes Flickwerk. Lange wird das nicht halten. Glaube ich auch nicht, dass es lange hält. So, dann können wir jetzt endlich das Ding hier drücken. Yay! Und, wow, geht ganz schön hoch. Mal schauen, wo uns der Aufzug hinführt. Naja. Würde ich auch mal sagen. Oh, Paige kommt wenigstens mit mir diesmal, ey. Oh Gott, ich hatte schon wieder Angst. Puh. Obere Halle. Das sieht nicht sehr gut aus. So. Oh Gott. Übrigens, Jade, hier, die ist bestens für dich gekommen. Du schaust dir der besser mal an. Warum hast du sie mir nicht eher gegeben? Oh, danke. Das ist der neue Auftrag. Ja, möglich. Entschuldigung. Aber es war hier immer so viel los. Das Schwein hat wieder mal vergessen, mir etwas mitzuteilen. Dankeschön, Schwein. Vielleicht sollte ich öfter mit dir reden. Nö. Wir reden nicht öfter mit dir. Gibt es hier irgendwas, worauf ich mir das angucken könnte? Nee. Wir drücken beide mal. So. Gleichzeitig funktioniert es dann doch. Oh Gott. Sieht nicht gut aus hier. Das war doch klar. Es war so klar. Diese Viecher, die Kinder eingenommen haben. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, und es kommen immer mehr. Ne, das geht nicht, okay. Nicht schlecht, Süße. Ohne dich wäre ich jetzt Räucherspeck. Seine Sprüche finde ich immer toll. Okay, mal kurz hier umschauen. Womit wir es hier zu tun haben.
Okay, bin gleich zurück. Ja. Ah, okay, cool. Kann ich sonst noch irgendwo hin? Nö. Ja, also dann, Paige, tut's mir leid, ist das wohl der einzigste Weg. Und wie ich schon geahnt habe, muss ich doch wieder alleine irgendwo hin. Röntgen. Konnte ich jetzt nicht zu Ende lesen. Wie wär's mit Kriechen? Schwache biologische Aktivität entdeckt. Da kommt was. Kein Platz mehr im Album. Oh, fuck. Ich hätte nicht schießen dürfen. Was ist das? An Irish schicken. Erstmal Menschenhandel. Wir brauchen folgende Fotos. Okay. Den Inhalt der schwarzen Behälter, einen Alpha ohne Helm. Die können wir in Ausgabe 513 von Iris veröffentlichen. Viel Glück. Okay. Ich gehe am besten einfach mal hier rüber. Und tue einfach so, als hätte ich nichts gesehen. Hilft mir es, an der Wand lang zu schleichen? Ich komme irgendwie nicht weiter. Ah, okay. Verlade doch. Das geht nicht. Verlade doch. Das war nichts. Warum geht denn das jetzt nicht? Okay. Ach, Röntgenverifizierung. Kann ich hier rauf? Ja. Nee, nicht da hochspringen, bitte. Nein. Dann komme ich da wohl auch nicht rein. Nix. Aber hier ist noch ein Tunnel. Muss ich da echt runterspringen? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht abverlangt werden. Was sind das denn für Viecher? Perfekt. Ich füge das in die Liste. Rattus albus. Schicken wir auch mal weg. Dankeschön. Ein bisschen Geld schadet nie. Noch 3 Bilder, dann kriegen wir wieder eine Perle. Das Problem ist, ich will hier gar nicht runterspringen. Aber es bleibt mir anderes übrig. Vielleicht musste ich ja einfach wieder zurückgehen. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Jade, lauf! Nein. Oh nein. Das gibt's doch nicht. Oh nein, jetzt wurde Paige mitgenommen und die wollen abreisen. Na super. Oh, ein PB. Der ist bestimmt von Paige. Den sollten wir mal aufheben. Und den können wir uns... Den können wir ihnen ja später wiedergeben. Und jetzt? Was mache ich denn jetzt so ganz ohne Paige? Er ist da durch und ich kann jetzt nur wieder hier hoch. Aber vielleicht ist der Typ ja jetzt weg und ich kann da runterspringen. Nee. Was hat er denn da für ein Killergrün? Killergrün. Ich weiß einfach nicht. Da kommt was. Da kommt noch mehr. Eindringling! Eindringling! Oh, fuck. Ups. Wir sollten uns vielleicht doch ein bisschen, geschickter anstellen. Oh Gott, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll.
Vielleicht da drauf achten. Was passiert, wenn es da durchfährt? Da ist ein Skelett drauf. Berichtsfoto bereits gemacht. Okay. Mit dem Menschenhandel, das habe ich ja schon zu... Oh, da ist eine Karte. Oh Gott, analysieren. Karte bereits gespeichert. Oh. Habe ich auch schon. Was kann ich denn dann noch machen? Außer die Kisten angucken, wenn die gescannt werden. Ich weiß es doch nicht. Vielleicht kommt da ja noch ein anderes Bild. Das habe ich schon gemacht. Drauf schießen kann ich auch nicht. Okay. Verdammt. Kann ich nicht. Ich muss auch irgendwas machen können. Ich komme hier aber auch nicht runter. Und jetzt? Berichtsfoto habe ich bereits gemacht. Ich komme hier einfach nicht runter. Mal schauen. So, jetzt hier wieder lang. Vielleicht kann ich ja drauf schießen. Oder? Oder auf irgendwas schießen. Ich sehe einfach nichts. Auf alles Mögliche schießen ist auch doof. Ich kann den Handschuh benutzen, aber... Ich kann hier runterspringen. Kann ich da durchkriechen? Nein. Ich kann nur wieder hochspringen. Das macht doch keinen Sinn. Das war nichts. Vielleicht die Karte fotografieren. Die ist auch bereits gespeichert. Ich gehe. Eindringling! Eindringling! Bitte erlauben, Eindringling! Eindringling! Versteht ihr, das bringt irgendwie alles nicht. Das kommt von Eindringling! Eindringling! Das kommt von Eindringling! Eindringling! Ich würde einfach sagen, ich guck mich nochmal hier ordentlich um und wir sehen uns dann... Bestätigt. Wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dahin. Ciao.